Henkel, den ich sehr herzlich begrüße, Mitglied unserer Gesellschaft, HG-Medaillenträger in Potsdam vor einigen Jahren, 2007 glaube ich, und jener Mann hier geläufig als kämpferischer BDI-Präsident, also das hat mir damals besonders gefallen, endlich mal jemand, der ein bisschen ne, als Mann der Wirtschaft, als Mann der Industrie, auch mit ungewöhnlichen Ansichten an die Öffentlichkeit tritt, damals schon viele Bücher geschrieben, die einige von Ihnen ja vielleicht kennen, alle sehr mutig, couragiert und ungewöhnlich in der Perspektive. Und es ist eine Riesenfreude, dass er nun auch im Parlament in Europa ist, für seine Ansichten werben kann und uns hier heute Abend zur Verfügung steht. Ja, vielen Dank für die Einladung. In dieser Gesellschaft fühle ich mich natürlich wohl, weil ich mich für einen Liberalen halte. Das Gut der Freiheit für mich das höchste Gut überhaupt ist und mich für die Freiheit in allen Lebenslagen und zu allen möglichen Themen immer wieder eingesetzt habe. Ja, ich soll so ein bisschen was über Europa berichten. Vielleicht sollte ich doch erstmal darüber berichten, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, dorthin zu gehen. Ich hatte mein Leben lang mich immer politisch sehr engagiert und für die Politik interessiert, aber war nie in einer politischen Partei. Mir war das völlig unvorstellbar, dass ich jemals in eine Partei gehen könnte. Der Grund ist eigentlich ganz einfach, weil ich immer merkte, dass alle Parteien durchaus Ansichten vertreten oder Programme vertreten, die ich auch unterschreiben konnte, aber dann Teile davon nicht unterschreiben konnte. Und ich habe gemerkt, dass in politischen Parteien man sich schon aus Loyalitätsgründen oder weil man Karriere machen will oder was auch immer, auch für Ansichten stark macht, die man gar nicht teilt. Und die größte Schnittmenge, wie man so schön sagt, zwischen den Parteien und mir, fand ich zwischen der FDP und mir viele Jahre. Und ich gebe mal so ein Beispiel für, was ich da auch so erlebt habe. Ich habe also die FDP sehr unterstützt, sowohl in Wahlkämpfen hier in Berlin als auch im Bund, auch in Hamburg, in Wort und Tat und das ist ja auch öffentlich, deswegen kann ich so ruhig sagen, auch finanziell und war auch den führenden Persönlichkeiten der FDP immer sehr nahe, kennen Sie alle. Aber ich gebe mal so ein kleines Beispiel. Irgendwann kam mal die Vertreter der jungen Liberalen auf mich zu. Die sagten, Herr Henkel, da ist demnächst ein Parteitag irgendwo in Ostdeutschland. Das ist jetzt vielleicht schon 10 Jahre her. Aber wir haben gehört, Sie sind gegen die Zwangsmitgliedschaft der deutschen Firmen in den Handels- und Handwerkskammern. Und wir finden das gut. Wir wollen die FDP dazu kriegen, das jetzt auch gut zu finden. Wir wollen, dass in das Partei der FDP aufgenommen wird. Und kommen Sie doch zu unserem Parteitag. Ich sage, ich kann leider nicht, an dem Tag konnte ich nicht, aber dann haben die eine Videobotschaft von mir aufgenommen, wo ich das begründet habe. Und da sind die Julis zu diesem FDP-Parteitag gegangen und haben gesagt, wir fordern, dass die Aufhebung der Zwangsmitgliedschaft in den Handelskammern jetzt in das FDP-Programm kommt. Und dann sprachen da einige Leute dagegen und dann haben die dieses Video gezeigt. Und da gab es wohl auch Beifall und so. Und da wurde abgestimmt und es war dann 40-60 gegen die Aufhebung der Zwangsmitgliedschaft. Warum? Weil Herr Brüderle in einer feurigen Rede darauf hingewiesen hat, dass die überwältigende Mehrheit der Mitarbeiter in den Handelskammern die FDP wählt. Und das dann nicht mehr tun würde. Und da war mir so völlig klar, dass ich auch nie in die FDP eintreten könnte. Denn wenn ich das getan hätte, hätte ich ja die Zwangsmitgliedschaft verteidigen müssen, obwohl ich es gar nicht kann. Und da gab es noch ein paar andere Dinge, die ich nicht hätte vertreten können. Also für mich war völlig klar, ich bin kein Politiker. Das geht gar nicht. Die einzige Partei, mit der ich mich wohlfühlen könnte, wäre eine, die ich selbst gründe, wo ich der Vorsitzende bin und das einzige Mitglied. So war meine Einstellung. Und eigentlich ging das auch immer so weiter, bis so gewisse Dinge passierten, die mich dann doch sehr berührten oder ich muss sagen erschreckten oder erschütterten. Das ging eigentlich alles los im Anfang der
Anfang des letzten Jahrzehnts, als Griechenland in den Euro aufgenommen wurde. Ich hatte damals, war ich noch BDI-Präsident, dagegen protestiert. Und zwar nicht, weil Griechenland die Zahlen getürkt hatte. Ich wusste nicht, dass Griechen türken können. Sondern schon die offiziellen Zahlen, die damals vorlagen, hätten eine Aufnahme nicht erlaubt. Und ich habe dagegen protestiert und dann hat mich der damalige Bundeskanzler Schröder und sein Finanzminister Eichel haben mich dann zur Sau gemacht, wie man so schön sagt. Eichel hat gesagt, was ist denn das für ein Bürokrat? Griechenland vertritt doch nur 3% des Gesamtvolumens, damaligen Umfanges der Währungsunion. Und Schröder hat gesagt, dieser Mann hat überhaupt kein historisches Verständnis. Der versteht gar nichts von Geschichte. Natürlich muss die Wiege der Demokratie am Anfang dabei sein. Das war alles übrigens, wie ich später erfuhr, auf französischen Druck geschehen. Naja, und dann begann die Verletzung des Maastricht-Vertrages. Das begann mit Deutschland und Frankreich, wobei da das System auch sehr leicht durchschaubar war. Erst war Frankreich dran und dann hat Schröder Frankreich davor beschützt von der Europäischen Kommission mit der im Maastricht-Vertrag vorgesehenen Strafe bedacht zu werden. Und am nächsten Tag war Schröder dran mit 3,4% und dann hat Chirac dafür gesorgt, dass er nicht bestraft wurde. Und dann gab es 60 Verletzungen des Maastricht-Vertrages und keine davon wurde geahndet. Das war so ein schleichender Prozess, wo ich mir sagte, Mensch, vielleicht war mein Einsatz für diesen Euro ein großer Fehler. Aber es ging irgendwie immer weiter und anscheinend ja ganz gut bis zum Mai 2010. Als Frau Merkel umzingelt von Franzosen, und ich nenne sie mal, Präsident Sarkozy, der damalige EZB-Präsident Trichet, die damalige Finanzministerin Frankreich, Madame Lagarde, ein französischer Filou, der an der Spitze des IWF stand, mit dem Namen Strauss-Kahn, und in der Mitte ein schulterklopfender Luxemburger, der mit den Franzosen besonders gut konnte, mit dem Namen Jean-Claude Juncker. Und die haben Frau Merkel in die Mangel genommen und haben gesagt, also das musst du Griechenland retten. Obwohl sie noch wenige Wochen vorher gesagt hatte, sie werden sich sicherlich daran erinnern, dass das natürlich überhaupt nicht in Frage kommt. Und man hat sie mit der Aufkündigung der deutsch-französischen Freundschaft bedroht. Und Sarkozy hat sogar, und das hat Zapatero, der damalige Präsident von Spanien, berichtet, hat sie sogar damit bedroht, den französischen Franc wieder einzuführen. Was für eine Chance, meine Damen und Herren. Das war natürlich ein Bluff. Aber ich habe größtes Verständnis dafür, dass Frau Merkel in dieser Situation Griechenland helfen musste. Ich glaube, kein anderer Politiker in Deutschland hätte irgendwie anders entscheiden können in dieser Situation. Zumal sie keine Unterstützung hatte, denn Herr Schäuble, der damals auch gegen die Griechenland-Rettung war, befand sich in Brüssel im Krankenhaus plötzlich und wurde überraschend vertreten von Herrn de Maizière, der zu der Zeit zwar Kanzleramtsminister war, aber von Wirtschaft oder Finanzen und gar keine Ahnung hatte. Was bedeutet das eigentlich, dieses No-Bail-Out-Verbot, was damals gebrochen wurde von Frau Merkel? Ich darf daran erinnern, dass es einen Staatssekretär gab mit dem Namen Horst Köhler. Der arbeitete für Finanzminister Weigel. Und Horst Köhler war als sein Staatssekretär sehr daran interessiert, diese No-Bail-Out-Klausel, also das finanzielle Beistandsverbot, im Maastricht-Vertrag zu verankern. Und er war jahrelang stolz darauf. Es war seine große Leistung im Euro. Und viele Euro-Kritiker, die den Euro nicht wollten, hatten sich dann doch überzeugen lassen, ihre Meinung zu ändern, wegen dieser No-Bail-Out-Klausel. Das war eigentlich der entscheidende Punkt. Jetzt will ich Sie mal ein bisschen entführen in das Jahr 1943. Am 26. Juli 1943 war ich 3,5 Jahre alt. Ich weiß, meine Damen, ich sehe jünger aus. Aber
Und ich stand vor dem brennenden Elternhaus an der Hamburger Roten Baumschüssel 141 in Hamburg-Harvestehude. Mein Vater rettete seine Frau, seinen Sohn, mein Bruder, meine Schwester waren in der Lüneburger Heide. Er ging aber in das brennende Haus zurück und filmte das brennende Haus mit seiner 16mm Kamera und ich habe diesen Film immer noch. Heute auf DVD. Meine Kinder sehen die sich an, meine Enkelkinder. Und jedes Mal, wenn ich diesen Film vorführe, so alle 5, 6 Jahre, kommt das mal bei irgendeiner Familiengeschichte vor, dass wir Familienfilme vorführen, eben auch aus der Zeit, fällt mir was auf. Dieses Haus meiner Eltern, was dann total ausbrannte, war direkt Mauer an Mauer an ein anderes Haus gebaut, eine andere Villa, die auch 3 Stockwerke hatte, spiegelverkehrt designt war, also sah genauso aus, nur eben war hier die Tür rechts und da die Tür links und so weiter. Und was mir auffällt ist, er hat dann natürlich die Trümmer am nächsten Morgen auch noch gefilmt. Und jedes Mal, wenn ich das Haus sehe, dann fällt mir auf, dass das Haus daneben stehen geblieben ist. Da hat es nicht gebrannt. Warum? Weil es zwischen diesen beiden Häusern eine Brandmauer gab. Und diese No-Bailout-Klausel, das finanzielle Beistandsverbot im Maastricht-Vertrag, war eine Brandmauer. Die Horst Köhler, der spätere Sparkassenpräsident, IWF-Präsident und dann Bundespräsident, damals eingezogen hatte. Und diese Brandmauer hat Frau Merkel zum Einsturz gebracht. Und das war eine Brandmauer zwischen dem deutschen Steuerzahler und ausgabefreudigen Politikern in Südeuropa, einschließlich Frankreich. So einfach war das. Und in diesem Augenblick, meine Damen und Herren, habe ich mir gesagt, jetzt ist Schluss. Jetzt muss ich da was tun. Und habe mich auch in der Öffentlichkeit kritisch geäußert. Es gab bis zur Parteigründung der AfD von Professor Lucke nicht einen einzigen Deutschen, den man so kennt, also nicht einen Prominenten, wenn ich es mal so sagen darf, der zugegeben hat, für den Euro gewesen zu sein und dann sagte, das war ein Fehler. Nicht einen. Heute gibt es nur 2, das ist Lucke und Henkel. Diejenigen, die für den Euro damals waren, sind es heute auch noch. Und diejenigen, die gegen den Euro damals waren, fühlen sich bestätigt und sind es heute auch noch. Und für mich ist das eine faszinierende Geschichte. Wie die gleichen Leute, die die Einführung des Euro an Bedingungen knüpften, die alle gebrochen wurden, weiterhin zu diesem Projekt stehen konnten und es für gut hielten, hat sich mir nicht erschlossen, erschließt sich mir heute auch nicht. Das ist ein typisch, ich will inzwischen sagen, typisch deutsches Phänomen. Denn inzwischen habe ich gelernt, dass es nur in diesem Land politisch inkorrekt ist, überhaupt über Alternativen zum Euro zu reden. Insofern finden Sie eine gewisse Parallele zwischen Herrn Sarrazin und mir. Es ist ihm sicherlich noch schlechter gegangen als mir, aber die Reaktion der Öffentlichkeit, vor allen Dingen der Medien, war durchaus ähnlich. Es gibt gewisse Sachen, die weiß jeder oder wissen viele, aber die sagt man nicht. Was mich dann auch immer sehr gewundert hat, ist, ich bekam unter 4 Augen oder in kleinsten Kreise, dieser Kreis ist zu groß, aber so, was man heute Stammtisch nennt, immer Zustimmung. Auch von bekannten deutschen Unternehmerführern, aber immer nur unter 4 Augen oder unter 6. Naja, also jetzt wissen Sie, warum ich leidenschaftlich mich für Alternativen zur Europolitik einsetze. Und jetzt muss ich Sie noch mal entführen zur FDP. Als dann einige Leute in der FDP, Schäffler und Frau Kanel und noch ein paar andere Leute, dagegen aufstanden und diesem berühmten Projekt ESM, diesem Europäischen Stabilitätsmechanismus, ihre Zustimmung versagen wollten, gab es ja eine Mitgliederbefragung in der FDP. Und ich habe damals, immer noch verbunden mit der FDP, einen offenen Brief an alle Mitglieder gerichtet und habe gesagt, um Gottes Willen, macht das nicht, erst begründet. Und dann ging es los. Dann wurden diejenigen, die Initiatoren dieser Protestbewegung innerhalb der FDP, auf eine unglaubliche Art und Weise gemobbt, wie man so schön sagt, neuerdings.
marginalisiert, kritisiert, verunglimpft, beleidigt. Das können ihr Leute wie Herr Schäffler selbst am besten erzählen. Diese Abstimmung ist dann mit 44-56 zugunsten der Euromantiker in der FDP ausgegangen. Die vielen Gespräche, die ich führte, gaben mir eigentlich eher das Gefühl, dass er gewinnen würde. Aber dann gab es einen Herrn Genscher, der zusammen mit Herrn Rösler und anderen Leuten massiven Druck auf diese Mitglieder ausübte und unter anderem auch unglaubliche Briefe schrieb, wo er letzten Endes sagte, wenn der Euro geht, dann gibt es einen dritten Weltkrieg. Und so wurde also mit dieser Gleichstellung zwischen Euro und Frieden, Gleichstellung von Euro mit Frieden, diese Abstimmung in der FDP manipuliert. Und als die dann in die Hose ging, habe ich gesagt, jetzt ist auch mit der FDP Schluss. Ich habe dann eine Zeit lang als Einzelkämpfer da rumgemacht und dann kam die AfD und dann bin ich dort eingetreten. Und ja, jetzt bin ich im Europäischen Parlament. Ja, und jetzt bin ich täglich konfrontiert mit diesem Problem, was ich bei der FDP gehabt hätte. Nicht? Zum Beispiel muss ich jetzt die Zwangsmitgliedschaft in den Handelskammern vertreten? Muss ich jetzt akzeptieren, dass Leute bei irgendwelchen Demonstrationen gegen Muslime antreten? Das ist jetzt so mein Problem von heute. Und das ist nicht einfach. Lassen Sie mich aber klar und deutlich sagen, dass ich sehr froh bin über, diese Entscheidung. Ich fühle mich wesentlich wohler. Ich habe eine Menge gelernt. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass Deutschland inzwischen in der Europäischen Union das einzige Land ist, in dem Parlament es keinen einzigen Euro-Gegner gibt. Auch Herr Schäffler ist ja für den Euro. Herr Schäffler hat sich nur geweigert, ihn zu retten, was ich für schizophren halte. Denn man kann schlecht für den Euro sein und sich dann weigern, ihn zu retten. Und das betrifft auch die anderen Kritiker der Europolitik im Bundestag. Also es gibt kein Land in der EU, wo 100%, 631 Abgeordnete sich in nibelungenhafter Treue zu dieser Einheitswährung bekennen, obwohl die ökonomischen und politischen Folgen dieser Entscheidung so offensichtlich sind für jeden. Das ist für mich schon interessant. Und im Europäischen Parlament lerne ich, dass, schätze ich mal, ungefähr 30% der Abgeordneten heute gegen den Euro sind. Das sind völlig unterschiedliche Typen. Da gibt es diese extremen Rechten, die wollen dann den Fonds einführen und eine Mauer drum und die Ausländer rausschmeißen und solche Leute. Es gibt sie auch ganz links. Und es gibt eine Fraktion, in der ich bin, die Fraktion der europäischen Konservativen und Reformer, wie sie sich nennen, was eine sehr interessante Kombination übrigens ist, wozu wir jetzt gehören, die auch gegen den Euro sind. Und da lerne ich dann doch eine Menge inzwischen. Und vielleicht kann ich Ihnen berichten, dass wir 7 dort auch auffallen. Warum fallen wir da auf? Weil es noch nie in der Geschichte des Europäischen Parlaments, ich vermute auch noch nie in der Geschichte in irgendeinem deutschen Parlament, plötzlich eine Partei gab, wo sämtliche Abgeordnete nie vorher in der Politik waren. Wir haben alle schon was Ordentliches, Anständiges gemacht vorher. Und das ist für die was Neues, nicht, dass da so naive Leute herkommen, die direkt aus dem Berufsleben plötzlich im Parlament sitzen. Die haben vorher nicht in irgendwelchen Gremien sich jahrzehntelang hochgedient und gar nichts. Nicht? Das hat Vor- und Nachteile, natürlich. Und wir fallen auf, das darf ich mit einer gewissen Unbescheidenheit dann doch sagen, das muss ich sagen, wir fallen auch auf durch unsere Kompetenz. 3 von den 7 sind Wirtschaftsprofessoren. Es gibt im ganzen Europäischen Parlament nicht einen. Und jetzt haben wir plötzlich Herrn Lucke, der also da im Europäischen, der in diesem Wirtschafts- und Währungsausschuss sitzt und der von den Dingen, über die man da diskutiert, auch was versteht. Das haben die vorher gar nicht erlebt. Das ist ja was Neues, dass da einer tatsächlich
nicht nur mit Ideologie, sondern mit Fakten kommt. Das ist irgendwie außergewöhnlich. Also wir fallen da auch schon auf. Und interessanterweise, auch das habe ich gelernt, wir sind gar nicht so klein. Gut, es gibt 751 Abgeordnete, wir sind nur 7, aber in unserer Fraktion sind wir schon die drittgrößten. Und was ich auch nicht wusste, ist, dass die kleinen Länder praktisch genauso viele Parteien haben wie wir. Aber dann entsprechend weniger Abgeordnete da. Und wenn man da mit einer Gruppe von 7 kommt, dann ist das da schon was. Und in dieser Fraktion sind wir jetzt die drittgrößte Gruppe. Und durch unseren Einzug in diese Fraktion haben wir aus dieser Fraktion schon die drittgrößte Fraktion gemacht. Wir sind jetzt größer als die Liberalen. Lassen Sie mich noch ein Wort zu den Liberalen sagen, der ALDE, zu der ja auch die Überbleibsel der FDP gehören. Für mich ist die FDP keine liberale Partei mehr. Sie hat aus meiner Beobachtung 3 wichtige liberale Prinzipien verraten in Europa und ich will Ihnen die nennen. Hier in Deutschland macht die FDP sich für Eigenverantwortung stark. Das ist der Markenkern der FDP. In jeder Rede hört man das, nicht? Jeder selbst und so. Ist auch völlig richtig und das sagen ja auch unsere Vorbilder hier. Nur in der Europapolitik verkünden sie genau das Gegenteil und sie müssen es. Wenn Sie den Euro retten wollen, müssen Sie die Staats- und Bankschulden sozialisieren. Das ist eine logische Folge der Europolitik. Die Bankenunion ist nichts anderes als eine Sozialisierung der Bankschulden in Europa. Eine Verteilung der Risiken über die 18 Teilnehmer des Euroverbundes. Ganz klar. Und es muss auch sein. Die haben völlig recht. Und natürlich wissen wir, dass die Bankschulden in diesen Ländern ungefähr 3-mal so hoch sind wie die Schulden des Staates und dass dadurch eine Sozialisierung, eine Vergemeinschaftung der Staats- und Bankschulden passiert, ist inzwischen jedem Ökonomen klar und das wissen auch inzwischen die Politiker. Und die sagen ja auch alle, wenn wir den Euro retten wollen, brauchen wir mehr Europa. Sie behaupten sogar, hätten sie mehr Europa gehabt, wäre der Euro gar nicht in Schwierigkeiten geraten. Ja gut. Aber ein liberales Prinzip kann es doch nicht sein, wenn ein Land Risiken übernimmt, welches in anderen Ländern aufgehäuft wird. Da ist doch das Prinzip der Verantwortung, der Eigenverantwortung, völlig verlottert. Wenn alle für alles verantwortlich sind, das ist meine Erfahrung auch aus meiner Erfahrung in der IBM früher und beim BDI und in der Leibniz-Gemeinschaft. Wenn alle für alle alles verantwortlich sind, dann ist niemand verantwortlich. Und so ist das jetzt. Für die Schulden in Europa ist demnächst niemand mehr verantwortlich, weil alle verantwortlich sind. Und wenn irgendeine Bank Murks macht, dann haften alle Banken. Beziehungsweise die Aktionäre oder die Einleger in den Banken oder eventuell die Steuerzahler. Also lassen Sie mich nochmal in Erinnerung rufen, das Prinzip der Eigenverantwortung wird durch die Liberalen geopfert, um den Euro zu retten und das ist eine logische Konsequenz. Sie müssen es. Das zweite Prinzip, was mich umtreibt, ist das Prinzip der Subsidiarität. Das steht übrigens auch im Lissabon-Vertrag. Mehrfach. Und ich erinnere mich noch gut an all die europäischen Reden, die wir gehört haben. Immer kam der Begriff Subsidiarität vor. Nicht? Auch das gehört ja zu unseren Grundsätzen, dass man die Verantwortung für die Lösung eines Problems möglichst nah an den Bürger legt. Und erst wenn er es nicht kann, soll es eine Kommune machen. Und wenn Berlin es nicht kann, dann soll es die Bundesregierung machen. Und erst dann soll es Europa machen. Das ist das Prinzip der Subsidiarität. Und wenn Sie ein großes Unternehmen leiten, so wie ich das gemacht habe, dann fahren Sie das Unternehmen gegen die Wand, wenn Sie nicht dafür sorgen, dass Sie Profit Centers haben, dass Sie delegieren, dass Sie Leuten eigene Verantwortung geben und so weiter. Wenn Sie immer meinen, Sie würden alles oben entscheiden, dann geht der Laden zugrunde. Und das haben wir ja auch in Deutschland schon immer wieder erlebt, dass Firmenfürsten, die meinten, ein Unternehmen so zu führen, tatsächlich ihren Laden gegen die Wand gefahren haben. Dieses Prinzip der Subsidiarität wird jetzt auch außer Kraft gesetzt, wegen des Euro, und wird ersetzt durch Zentralismus. Und es muss so sein.
Deshalb sind die Forderungen nach einem Mr. Euro oder nach einem europäischen Budget oder nach einer europäischen Wirtschafts- und Finanzregierung absolut logisch. Es ist eine logische Konsequenz dieser Einheitswährung. Die kann nur überleben mit einem solchen System. Also statt Subsidiarität Zentralismus und wie ich schon sagte, statt Eigenverantwortung jetzt Vergemeinschaftung. Und das Dritte, und das ist wahrscheinlich das Schlimmste, die Liberalen, die FDP, hat sich immer für Wettbewerb ausgesprochen. Und ich muss Ihnen sagen, Wettbewerb ist für mich ist doch selbstverständlich, dass der Wettbewerb zwischen kleinen Einheiten immer zu einem stärkeren Ganzen führt. Das wissen wir doch. Wir wissen es im Sport. Nicht? Hier, ich wohne hier an der Ecke da, Chausseestraße, Friedrichstraße, da ist jedes Jahr läuft da der Marathon vorbei. Nicht? Und die machen immer Weltrekorde. Schon viermal haben sie hier einen Weltrekord in Berlin aufgestellt. Stellen Sie sich mal vor, die Läufer würden jetzt sagen, ach, wir kommen alle zur gleichen Zeit ins Ziel an. Das wird dann ein lustiger Spaziergang. Oder wenn Sie, ich bin ja HSV-Fan, das bringt zwar zurzeit nicht viel, aber stellen Sie sich vor, Sie hätten eine Bundesliga und wir könnten nicht absteigen und die könnten nicht in die Champions League aufsteigen, wir hätten nur Freundschaftsspiele, da würde doch keiner hingehen. Also Wettbewerb brauchen wir, übrigens auch in der Kultur, nicht? Wenn Sie hier in der komischen Oper den Othello hören und da kommt einer auf die Idee und sagt, ich will auch mal singen, obwohl er sich in Gesangswettbewerben nie durchgesetzt hat, da lacht doch alles. Ja, aber meine Damen und Herren, ich muss Ihnen klar sagen, um den Euro zu retten, wird in Europa, in Brüssel, der Wettbewerb jetzt verunglimpft, der wird ersetzt durch ein wunderschönes Wort, durch Harmonisierung, was ja nichts ist als Gleichmacherei. Und diese Harmonisierung ist auch nötig. Jetzt wird alles harmonisiert. Übrigens, die französische Regierung hat ja vor einiger Zeit vorgeschlagen, die deutsche und die französische Arbeitslosenversicherung zusammenzulegen. Sie nannten es harmonisieren, meinten aber zusammenzulegen. Jetzt kann man darüber lachen und sagen, ach, das werden die Deutschen doch nicht mit sich machen lassen. Tut mir leid, meine Damen und Herren. Alles, aber auch jede rote Linie, die Herr Schäuble bisher in den Sand gezogen hat, hat er überschritten. Jede. Und jetzt gibt es inzwischen einen Kommissar, der für Soziales zuständig ist in der Europäischen Kommission, der die Harmonisierung der europäischen Sozialversicherungssysteme sich zum Ziel gesetzt hat, im Namen des Euro. Und er hat recht. Wenn Sie den Euro retten wollen, brauchen Sie auch eine einigermaßen harmonisierte Eurozone. Es ist so offensichtlich, dass der Euro viel zu schwer geworden ist für die Franzosen. Von den Griechen mal ganz zu schweigen. Und deshalb könnt ihr ihre Klamotten nicht mehr verkaufen. Und deshalb, es ist einer der Hauptgründe, haben wir diese Probleme in diesen Ländern. 54% Jugendarbeitslosigkeit in Griechenland, 58% Jugendarbeitslosigkeit in Spanien, 28% inzwischen sogar in Frankreich. Für uns Deutsche ist der Euro viel zu schwach. Wir exportieren wie die Weltmeister. Ja, ist ja klar. Meine Kollegen in der Industrie sagen, ganz toll, soll der Henkel doch bloß die Kritik am Euro lassen. Wir finden das prima, dass der Euro aus unserer Sicht unterbewertet ist. Und wenn Sie meine Kollegen in der Industrie hören, dann halten die sich wirklich für sehr gut. Aber sie sind nur zur Hälfte gut. Sicher machen sie immer noch gute Produkte und so weiter. Aber die andere Hälfte unseres Exporterfolges auf die Tatsache zurückzuführen, dass der Euro unterbewertet ist. Das heißt, hier wird exportiert wie wahnsinnig. Da unten haben wir eine schrumpfende Wirtschaft mit galoppierender Arbeitslosenzahl. Es sind inzwischen 19 Millionen Arbeitslose in der Eurozone. Historischer Höchststand, und in dieser Zahl sind die relativ geringen Arbeitslosen von den Deutschen drin. Und deshalb sage ich immer, eine Änderung dieser Politik ist auch ein Gebot der Solidarität mit dem Süden. Und dann soll es ruhig so sein, dass unsere Exporte ein bisschen schwieriger werden. Also worauf ich hinaus will ist, das Prinzip des Wettbewerbs wird jetzt einkassiert, um den Euro zu retten. Und Sie können natürlich diese gewaltigen Produktivitätsunterschiede zwischen Griechenland einerseits und Deutschland andererseits nicht aufrechterhalten mit einer Währung. Sie müssen eingeebnet werden. Und was passiert? Man versucht, den Süden durch Reformen in die Richtung mehr Produktivität zu bekommen. Und das gelingt nicht oder nur teilweise.
Und weil das nicht gelingt, müssen wir jetzt runter. Und auch das passiert, ich weiß nicht, ob Sie das eigentlich merken, aber all dieses, die soziale Füllhorn, was Frau Merkel da gemeinsam mit Herrn Gabriel jetzt über die Deutschen ausschüttet, hat einen angenehmen Nebeneffekt für Frau Merkel. Es hilft, den Euro zu stabilisieren. Ist völlig klar. Und deshalb lässt sich das auch irgendwie leichter verantworten. Nur man sagt uns nicht, was da wirklich passiert. Also meine Vorhersage für die Eurozone ist, dass wir mindestens vor einem verlorenen Jahrzehnt stehen. Wir haben ja schon ein halbes hinter uns. Nicht, denn zwar wird immer wieder behauptet, uns geht's so gut, aber ich stelle Ihnen mal eine Frage. Wissen Sie, um wie viel Prozent die deutsche Wirtschaft im letzten Jahr gewachsen ist? Das werden Sie vielleicht gar nicht wissen, aber es sind nur 0,4%. Trotzdem sagt man immer eigentlich, sie wachsen so toll. Ja, wir wachsen natürlich 0,4%, der Rest der Eurozone schrumpft. Ja, unter den Blinden ist der Einäugige immer König. Und auch in diesem Jahr werden wir 1,2% wachsen, die Weltwirtschaft aber 3. Und wir orientieren uns nur noch immer an der Eurozone, weil der Euro ja das Thema ist. Niemand guckt mehr, was passiert eigentlich außerhalb der Eurozone. In dem Jahr, wo wir die D-Mark aufgegeben hatten, ging 46% unserer Exporte in die Eurozone, heute noch 34%. Das heißt also, 66% unserer Exporte gehen nicht in die Eurozone. Und wenn wir diesen Wohlstand erhalten wollen, dann müssen wir uns da orientieren an dem Rest der Welt und nicht nur, um den Euro zu retten, mit der Eurozone buchstäblich untergehen. Aber genau das passiert. Ja, also hier sehen Sie meine Frustration mit den Liberalen. Und weil ich hier das Bild von Otto Graf Lambsdorff gesehen habe, möchte ich Sie an Folgendes erinnern. Ich habe mich mit Otto Graf Lambsdorff wunderbar verstanden, aber an einem Punkt haben wir uns immer gestritten. Er war gegen den Euro und ich dafür. Und er hat eine wunderbare Rede im Deutschen Bundestag gehalten, um seine ablehnende Haltung zu begründen. Und jetzt passiert was Interessantes. Es ist ein Neffe von ihm im Bundestag. Und dieser Neffe wird angekündigt von der FDP mit folgenden Worten. Hier ist der Name Programm. Also man stelle sich das vor. Dieser Mann vertritt all diese Harmonisierung und die Zentralisierung und die Vergemeinschaftung. Und sein Onkel war gegen den Euro und er ist natürlich ein glühender Euro-Fanatiker. Und die FDP sagt, hier ist der Name Programm. Also für mich ist diese, das muss ich Ihnen klar und deutlich sagen, für mich ist diese Partei nicht mehr wählbar und das hat sich ja wahrscheinlich sowieso erledigt. Ja, vielleicht noch ein Wort zur Politik. Jetzt, wo ich praktisch nur über die Ökonomie gesprochen habe. Was mir auch große Bauchschmerzen bereitet, ist das, was der Euro politisch in Europa anrichtet. Das sogenannte Friedensprojekt führt genau zum Gegenteil, zu Zwist und Zwietracht. Im Mai 2010, und die Europäische Kommission macht immer wunderbare Umfragen, sie fragt immer, wer liebt wen am meisten in Europa. Und im Mai 2010 war Deutschland die beliebteste Nation in Griechenland. Frau Merkel war inzwischen zweimal da, die musste jedes Mal von Tausenden von Polizisten beschützt werden. Und das Gleiche finden Sie in Spanien und in Portugal und in Italien. Überall werden wir als Zuchtmeister, als arrogant, als was weiß ich angesehen, vor allem jetzt in Frankreich. Warum? Das ist eine logische Folge der Europolitik. Denn es ist ja klar, dass die Vertreterin des potenziell größten Gläubigers den Vertretern der potenziell größten Schuldnern dauernd sagen müssen, was sie tun und zu lassen haben. Und Frau Merkel ist ununterbrochen dabei und sagt, die Franzosen, die machen keine Reformen, die Italiener bauen ihre Beamten nicht richtig ab, Herr Schäuble sagt, die Griechen sollen ihre Bahn privatisieren, in Deutschland kommt ihm diese Idee komischerweise nicht. Ununterbrochen ist die deutsche Politik dabei, ihre Nase in die Angelegenheiten anderer Länder zu stecken. Und sie müssen das, um unsere finanziellen Interessen zu wahren. Aber sie sind doch in diesen Ländern nicht gewählt worden.
Im Übrigen habe ich immer das Gefühl, je mehr sie sich für die anderen Länder interessieren, desto weniger machen sie das, was sie an sich hier in Ordnung bringen müssen. Also es ist auch vom System her kein System, was irgendwie zu einer Befriedigung in Europa führt, sondern genau das Gegenteil anrichtet. Und jetzt noch der letzte Punkt. Wir sind ja zusammen mit den Konservativen in dieser Fraktion. Und da habe ich in Europa inzwischen auch schon etwas gelernt. Das haben die Briten mir beigebracht, die Konservativen. Die haben mir erzählt, dass bis zur Mitte 2010 die Akzeptanz der EU in Großbritannien langsam aber sicher nach oben ging. Es gab bis zur Mitte 2010 keinen ernstzunehmenden britischen Politiker, der aus der EU raus wollte. Keinen. Da gab es einen Verrückten, der hieß Nigel Farage. Den nahm niemand ernst. Ja, und was ist jetzt passiert? So haben mir die Konservativen das beschrieben. Jetzt haben die in Brüssel, um den Euro zu retten, Sachen gemacht, die die Briten nie wollten. Die wollten Wettbewerb in Europa. Jetzt kriegen sie Harmonisierung. Die wollten Eigenverantwortung für ihre eigenen Schulden. Jetzt kriegen sie eine Sozialisierung der Schulden. Und sie wollten auf keinen Fall Zentralisierung in Europa. Jetzt kriegen sie Zentralisierung. Alles als Nebenprodukt des Euro. Mit anderen Worten, sollte in einem Referendum im Jahre 2017 Großbritannien aus der EU austreten, liegt das auch am Euro. Nicht nur, wir haben nie richtig gemerkt, warum das am Euro liegt. Die Briten wissen das ganz genau, obwohl sie ihn gar nicht haben. Übrigens eine kleine Nebenbemerkung, es gibt ja 9 Länder, die den Euro nicht haben in der EU. Davon will nur noch die rumänische Bevölkerung den Euro. Die sehen also die Folgen des Euro wesentlich objektiver als wir. Und vielleicht darf ich am Schluss noch anfügen, wenn die Briten gehen sollten, dann gnade uns Gott. Dann haben wir die letzte liberale Nation in der EU, aus der EU vertrieben, meine Damen und Herren. Und wenn das kein gutes Argument ist, dann füge ich noch eins hinzu. Trotz des Rabatts, den damals Margaret Thatcher ausgehandelt hat, ist Großbritannien der zweitgrößte Nettozahler. Und raten Sie mal, wer dann den Beitrag der Briten übernehmen darf. Vielen Dank.